Hallo meine Lieben, da ist er wieder, euer Uwe. Grüßt euch. Ja, da kommt das Video, wo alle jetzt eigentlich schon drauf gewartet haben. Ich wurde ja schon über alle möglichen Medien angeschrieben. Uwe, 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 wann kommt das nächste Video? Hier ist es. Ich bin ja von Deutschland über die Schweiz hier runter nach Spanien gefahren die letzten Tage. Und Deutschland war ja noch schönes Wetter, aber wie wir dann hier in Spanien ankamen, wir heißt Bettina und ich, da hat es natürlich gestürmt und geregnet, und das hat es getan die letzten 3 bis 4 Wochen schon. Und da war natürlich schwer was zu machen. Ute, Werner, Jochen und der Sascha, das sind ja hier die Herrschaften, die hier fleißigst arbeiten, die haben natürlich da das große Handicap gehabt, gewisse Dinge fertigzustellen. Und wie wir hier ankamen, war natürlich klar, bedingt durch das Wetter, nichts fertig. Wir haben also die ersten Tage in einer Holzhütte auf dem Campingplatz übernachtet. Das war auch mal ganz lustig, es war aber bitterkalt. Und heute ist der Tag, da sind wir vom Campingplatz dann hier zu Ute, Werner und Jochen und haben unser letztes Hab und Gut aus dem Auto gerade geräumt und ja, wollen eigentlich heute einziehen. Und wie das Ganze aussieht, ob wir heute einziehen können, das zeige ich euch dann mal. Da könnt ihr euch ein eigenes Bild machen darüber. So. Machen wir mal das Auto zu. Wie ich eben sagte, es war also Wahnsinn. Ihr seht hier noch auf der Straße, wenn ich da mal so lang gehe, diese riesen Pfützen noch. Heute ist jetzt erst der erste Tag, wo es wirklich einigermaßen angenehm ist. Die Sonne kommt jetzt raus, es soll 19 Grad werden. Aber die letzten Tage, wir haben uns auf klar Deutsch gesagt, den Arsch abgefroren hier. Und selbst die Spanier sagen, das gab es die letzten 100 Jahre nicht mehr, dass es also so kalt war. So, also wir haben feuchten Boden, da müssen wir ein bisschen gucken. Ich nehme euch jetzt mal so ein bisschen mit. Hier ist natürlich alles noch Baustelle, sollte anders aussehen, aber ja, es ist wie es ist. Und ich nehme euch mal mit, zeige euch jetzt mal mein Häuschen, wie das aussieht bis jetzt. Und wo der Uwe dann auch die nächste Zeit lebt, wohnt und arbeitet. Ja, hier fehlt natürlich noch ringsherum, fehlt noch ein bisschen was. Und das werde ich euch nachher noch mal so ein bisschen erklären, was da passieren soll. So, also hier, das ist mein kleines Häuschen. Ihr seht, es wird von außen gerade noch ein bisschen verputzt. Das Dach ist schon gemacht, dass es jetzt dann nicht durchregnet. Hier das Grundstück, das war alles eingewachsen. Wie ich das erste Mal hier war, hast du überhaupt nichts gesehen. Und jetzt geht es dann mal durch die Tür. Die Tür geht von alleine auf, stellt euch das vor. Das funktioniert aber nicht immer. Ich denke mir mal, da steht die Bettina hinter der Tür. So, und hier habt ihr den Wohnraum, Küche. Das ist so, wie es momentan aussieht. Küche steht da und hier wird noch fleißigst gearbeitet und geputzt. Und da seht ihr den Werner drin, der macht gerade die Toilette. Denkt dran, ich will heute Abend hier einziehen, aber Klo gehen kann ich noch nicht, bis jetzt. Schwierig, schwierig. So, Bettina ist da auch am Putzen. Und hier so, das sind die Habseligkeiten, die wir zum Teil mitgebracht haben, jetzt nochmal aus Deutschland. Ein Teil ist ja rübergegangen von Mallorca wieder zurück nach Spanien. Aber das Auto, wie ich eben sagte, das war wieder rappelvoll. Ne? Und ja, fühlt sich schneller, wie du gucken kannst. So, also hier Wohnzimmer, Küche, da kommt dann noch ein Sofa in die Ecke. Da hinten Sofa rein und so weiter. Das soll bis heute Abend grob soweit sein. Wir werden dann die nächsten Tage noch ein bisschen ordentlich einräumen, sauber machen. Und ja, Toilette wird angeschlossen. Und dann zeige ich euch mal, wie das von draußen aussieht. Gehen wir mal wieder raus von die Tür. So. Und das Problem ist wirklich die letzten 3 Wochen. Da ist Baustelle, 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 Baustelle. Und hier seht ihr natürlich, wenn ihr hier mal schaut, wie es aussieht auf der Baustelle. Da ganz hinten seht ihr schon das erste Hütchen, ist fertig, das Dach wird nochmal gemacht. Da ist noch das falsche Dach drauf, das ist
natürlich Eternit, das kommt weg und da kommt ein anderes Dach hin. Und hier seht ihr den Abfluss. Der Abfluss sollte eigentlich dahin, ja, hier mit diesem großen Behälter sollte also das Abwasser, Toilettenwasser da rein und schon kam aber das Grundwasser nach oben. Und jetzt haben wir knappe 70 cm bis zum Grundwasser. So, und dann kam uns natürlich diese klasse Idee, dass wir sagten, okay, wir müssen ja eh einen Pool bauen. Und jetzt haben wir überlegt, dass wir eventuell, das laufe ich mal so ein bisschen hier rüber, dass wir eventuell den Pool, einen Naturpool machen. Und zwar genau hier hin. Genau dort hin, mitten rein. Kommt ein großer Bagger und dann werden wir 2,50 tief gehen und dann kommt das Grundwasser hoch, denke ich mir mal. Und dann werden wir das Ganze terrassenförmig anlegen und große Filteranlage reinhängen. Dann wird das Grundwasser gefiltert und wir haben eigentlich einen schönen Naturpool, den wir relativ gut auch schön anlegen können an der Seite mit Wasserpflanzen und schöner Bewuchs. Und Kies unten rein, Kieselsteine, dass also da der Boden nicht groß aufgewirbelt wird. Wenn es sein muss, kann man halt noch eine kleine Plattform hineinmachen. Und dann haben wir einen Naturpool, ja, und können dort unsere Tauchausbildung natürlich machen, ja. Und das ist so der Plan. Also es ist noch ein bisschen was zu tun. Und das soll die nächsten Tage dann ausgebaggert werden. Es konnte ja nichts passieren. Wie gesagt, es ist ja auch kein Bagger gefahren, weil einfach durch die Nässe der Boden einfach zu weich ist. Und der Bagger wäre eingesunken. Ne? Ja, dann haben wir hier noch den alten Baum. Den seht ihr auch hier. Wupp. Der kommt am Samstag weg. Da werde ich auch mal so ein bisschen filmen, wie das gemacht wird. Da diesen dicken Baum hier raus. Der ist nämlich nicht mehr am Leben. So, also muss man ihn dann wegmachen. Geplant war ja, dass die Häuschen schon stehen, aber wenn es regnet, kannst du nicht mauern. Da hinten in der Ecke seht ihr auch schon die Steine. Häuschen Nummer 1, Häuschen Nummer 2 und hier Häuschen Nummer 3. Ja, das kommt dann also die nächsten Tage und Wochen. Also es wird noch ein bisschen dauern, bis das hier bewohnbar wird. Sie sind alle fleißig. Ute, Werner, Jochen, Sascha, die sind da jeden Tag dran. Ja, auch vielen, vielen Dank dafür. Also es ist Wahnsinn, was die vier machen hier. Und so gut wie alles in Eigenleistung, das muss man auch noch dazu sagen. Das ist also schon der helle Wahnsinn. Ne? Und es wird Tag für Tag. Ich habe das jetzt gesehen, die letzten Tage mit dem Häuschen da drüben. Und von Tag zu Tag einfach mehr Fortschritte und weiterkommen. Also ich freue mich und ich werde auch die nächsten Tage hier durch die Gegend natürlich eiern. Werde ein bisschen gucken von der Logistik her. Ich war gestern schon beim Anwalt, gestern Nachmittag, was die Arbeitspapiere angeht und so weiter, die ganzen Genehmigungen. Es ist ein bisschen einfacher hier wie auf der Insel Mallorca, das kann ich euch jetzt schon sagen. Und wir haben die nächsten Tage noch Termine, was so diese ganzen Papiere angeht, Firmenpapiere und so weiter und so fort. Meine Steuergeschichte muss umgemeldet werden von der Insel Mallorca hier ins Festland. Meine Autopapiere müssen umgeschrieben werden und. Also ist ein Verwaltungsapparat, der jetzt wieder in Bewegung gesetzt wird. Aber ich sehe es sehr positiv, also ich stehe hier voll hinter diesem Projekt. Und ich habe mir also auch das Städtchen schon angeguckt, Gandia und Daimus. Es gibt hier alles, was das Herz begehrt. Also ihr könnt das gerne googeln und ihr werdet sehen, historisch ein bisschen angehaucht, also sehr viele Historie. Und natürlich auch hier so die Berge, die dann hinten dran sind. Da gibt es auch so einige Höhlen. Und hier weiter Richtung Südspanien, da haben wir ja die Cueva de Agua, die ist 250 Kilometer weg. Und dazwischen haben wir noch eine andere Höhle. Da gibt es also die nächsten Tage und Wochen sehr, sehr viel Information für euch, was gerade gemacht wird, was passieren wird. Ich habe es euch ja versprochen. Während der Fahrt war es schier unmöglich zu filmen. Wir sind durchgefahren nachts,
von der Schweiz hier runter in einem Rutsch. Und ja, 1600 Kilometer, das war ein bisschen schwierig mit der Filmerei. Aber es wird einiges passieren hier. Und es würde mich freuen, wenn ihr da Interesse habt und fleißig zuschaut. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, ihr wisst, einfach unten nur auf Abonnieren drücken, kostet ja nichts. Die Glocke klingeln lassen, wenn der Uwe ein neues Video postet. Und solange es umsonst ist, verstehst du, kann man sich das ja auch mal angucken, was hier so passiert. Gut, das war's für heute. Wieder mal ein kurzes Update, diesmal aus Spanien. Und ihr braucht jetzt so lange nicht mehr warten auf den Uwe, der kommt jetzt regelmäßig. Ich muss gucken im Internet, wie es aussieht, aber ich versuche regelmäßig jetzt wieder zu kommen. Gut, und das war's für heute. Ich wünsche euch was, einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.